Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Leipzig. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Albrecht Beer, ich bin der Vorsitzende der Gremienvertreterkonferenz, der Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Medienanstalten, die die gesellschaftspolitischen Gruppen jeweils vertreten und sehr viel sich Gedanken machen über Medienkompetenz, über Demokratiekompetenz. Und das ist auch heute unser Thema. Wir leben ja in rasanten Zeiten, was die Digitalisierung betrifft, was die Digitalisierung und die Entwicklung betrifft. Wir erleben, wie wichtig Medienkompetenz ist im Blick auf das richtige Einschätzen von Informationen in Krisenzeiten. Und ich freue mich, dass wir heute sechs Impulse bekommen werden von unterschiedlichen Speaker und Speakerinnen, die uns auf dieses Thema konzentrieren und einführen. Und vielleicht haben wir auch Möglichkeiten, zwischendrin die eine oder andere Frage zu stellen. Es beginnt Jochen Fasko, Direktor der Thüringischen Landesmedienanstalt, mit dem Thema Informationskompetenz, Fundament einer vitalen Demokratie. Es geht uns letztendlich in dieser ganzen Veranstaltung heute darum, Demokratiebewusstsein noch einmal zu schärfen und unsere Verantwortung auch im Blick auf die Medien und die Demokratiestärkung hier noch einmal in den Fokus zu rutschen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und eine gute Stunde mit uns. Ja, lieber Herr Beer, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Informationskompetenz, Fundament einer vitalen Demokratie ist die zumindest, weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt geht, habe es nicht probiert, ist ein Fehler, ist die der Titel und ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, hier einiges zu sagen. Ja, es ist eine Revolution. Es ist nicht eine Evolution wie bei der Digitalisierung, was wir gerade erleben mit ChatGPT, mit DALL-E, mit Journey, mit Stable Diffusion. Das ist schon eine Revolution. Aber heute sollten wir mal dieses Thema ein klein bisschen ausblenden, finde ich zumindest, weil wir da noch nicht so viel Bescheid wissen. Wir sollten uns die Welt, wie sie jetzt gerade ist, rasant sich entwickelnd, betrachten. Und da haben wir schon genug Probleme. Ich komme auch nochmal auf die Themen zurück und versuchen, was wir tun, was wir gerade tun, um die Informationsgesellschaft mit Informationskompetenz auch zu stärken. Heute ist, wir haben es gerade gehört, nicht nur der Tag des Waldkindergartens, das war gerade eben bei der Eröffnung, sondern auch der Tag der Pressefreiheit und damit auch der Tag, wo es darum geht, UNESCO und UNO haben den ins Leben gerufen, die Bedeutung der freien Berichterstattung für Demokratie deutlich zu machen, die Verletzung von Pressefreiheit auch anzuklagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch dieses Thema und das, was wir als Grundlage für demokratische Diskurse eben auch brauchen, nämlich freie Medien, in den Vordergrund zu stellen. Ich habe heute zwei Aufgaben oder zwei Funktionen. Ich bin einerseits Beauftragter für Medienkompetenz der Landesmedienanstalten, aber auch im zweiten Direktor der Thüringer Landesmedienanstalten. Deswegen versuche ich, den beiden gerecht zu werden. Die Medienanstalten selbst, wir werden es gleich hören, leisten enorme Anstrengungen, lokal, regional, überregional, landesweit, länderübergreifend, bundesweit und auch nicht selten mit internationalem großen Ansehen, mit ihren Projekten. Und deswegen werden wir einiges davon hören. Deswegen sollten wir die einerseits benennen, andererseits auch intensivieren. Ich habe hier eines der Hefte, sie liegen auch hier, wir wollen da keines davon mitnehmen, Fakt oder Fake, der Bericht Jugendschutz und Medienkompetenz der Medienanstalten, wo nur ein Teil unserer Themen und unserer Aktivitäten beschrieben sind, gerade diese Themen, die wir heute auch intensivieren, Verschwörungsmythen, Hass und Hetze, vor allem aber auch Fake News. Meine Aufgabe als Beauftragter der Landesmedienanstalten ist die Stärkung des Netzwerkes bundesweit, natürlich auch die Koordinierung der Länderaktivitäten, den Wissenstransfer und auch die Wahrnehmung von Medienkompetenz und der Medienbildung zu stärken. Die TM ist vielleicht, um den anderen Hut ein bisschen mal kurz aufzusetzen, ist seit den 90er Jahren, wir hatten das erste Land mit einer ganz klaren gesetzlichen Benennung dieser Thematik in Deutschland gehabt, seit den 90er Jahren dabei, dieses Thema ganz stark im Land, auch darüber hinaus, auch zu fahren und deutlich zu machen, was wir hier tun können, auch sehr stark zu vernetzen. Und wir haben vor 10 Jahren, ungefähr 2014, als erstes Land deutschlandweit auch einen gesetzlichen Auftrag zur Medienbildung ins Landesmediengesetz geschrieben bekommen und sind
bin sehr, sehr aktiv in diesem Bereich, freue mich auch sehr, dieses Thema auch in der Gemeinschaft vertreten zu dürfen. In der TLM selbst sind wir seit Jahr und Tag ungefähr mit der Hälfte unserer Mittel, die aus dem Rundfunkbeitrag sich speisen, bei dem Thema Medienkompetenz, auch Bürgermedien, die übrigens auch die gesetzliche Verpflichtung haben, Medienkompetenz zu vermitteln. Demokratiekompetenz, Informationskompetenz, als ich versuche es nochmal als zweites, ja, jetzt haben wir zumindest schon mal die erste Seite und jetzt noch die zweite. Demokratiekompetenz, Informationskompetenz, was ist es eigentlich in Demokratiekompetenz? Natürlich, dass am Ende das Wissen, die Befähigung, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger sein werden in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir Perspektivwechsel können, dass wir Responsabilität, also Verantwortung übernehmen können, am Ende natürlich auch analysieren, selbst Urteile bilden. Ja, kurzum, in dieser Demokratie unsere Aufgabe von Bürgerinnen und Bürgern. Informationskompetenz kommt übrigens aus der Bibliothekswelt, dieser Begriff. Da heißt es natürlich am Ende selbstbestimmt, souverän, verantwortlich, zielgerichtet, kritisch umgehen mit den Medien. Wir leben in einer demokratischen Informationsgesellschaft und mit diesen dann auch am Ende diese Basis zu schaffen für die Teilhabe einer Demokratie. Die Landeszentralen für politische Bildung, nur am Rande, haben dieses Thema Medienbildung, Medienpädagogik ganz stark entdeckt und am Ende haben sie sich damit befasst und wollen viel mehr in den Bereich hineingehen, weil sie merken, wie stark die Medien, und brauchen auch mehr Geld dafür, die Medien am Ende auch Bürgerinnen und Bürger prägen und auch die Möglichkeit geben, ihre Themen umzusetzen oder anzusprechen. Und ich habe auch übrigens bei einem Kongress in Dresden auch die Zusammenarbeit der Medienanstalten für diese Aufgaben angeboten. Das Thema Desinformation anzusprechen, also die konkrete, die absichtliche Verbreitung von Fake News, das Unruhestiften, politischen Einfluss nehmen, das erleben wir nicht nur erst seit der Corona-Debatten, auch die ganzen Fragen des Ukraine-Krieges haben uns hier gezeigt, wie sehr dies auch Thema, auch politisches Instrument ist. Und es ist entstanden, die Verunsicherung, der Vertrauensverlust, dass man Medien auch nicht mehr traut, dass wird auch durch ChatGPT und Co. noch viel, viel stärker werden. Und wir müssen damit umgehen, müssen Konzepte entwickeln, werden auch sehen, wie die einzelnen Kollegen schon darüber auch uns einige Anregungen geben werden. Wir müssen Medienkompetenz fördern, wir müssen Informationskompetenz intensivieren und müssen am Ende die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen dazu bringen, mehr zu wissen, wie Medien funktionieren. Sie glauben nicht, wie wenig oft das Wissen über Funktionsfähigkeit und Abläufe innerhalb der Medien, auch des Journalismus ist. Und wir müssen die Mediennutzung ermöglichen, die Medienkritik und auch die Mediengestaltung selbst, um damit auch am Ende praktische Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht zwei kleine, auch wieder die andere Brille oder die andere Kappe, zwei Beispiele aus Thüringen. Wir haben gerade gestern für die ganze Woche gestartet, die Aktionstage gegen Fake News, Verschwörungsmythen und Desinformation. Wir gehen in Schulen, in ganz, ganz viele Schulen mit ganz vielen Partnern und ermöglichen den jungen Menschen auch erstmals oft mit Zeitungen und anderem, aber auch sich erstmals intensiv zu beschäftigen, wie funktioniert Journalismus und wie wird am Ende vielleicht auch eine Zeitung gemacht und wie erkenne ich Desinformation. Und gerade gestern zum Beispiel haben wir dann bei einer Klasse Staatssekretär im Bildungsministerium, meine Wenigkeit und eine Kollegin vom MDR Fotos gemacht gekriegt. Und dann sollten die Schüler einfach mal irgendwas überlegen, was man als Fake News zu uns sagen könnte. Dann war das eine, da hat die Kollegin vom MDR sich ein bisschen geärgert, glaube ich, war endlich nach 10 Versuchen Abitur geschafft, das war sie gemeint. Und ein anderer hatte dann Bombenpläne entdeckt und vorgestellt und so. Aber man hat gemerkt, wie schnell und wie einfach es ist. Und man kann es posten und dann ist es eine Desinformation. Es ist eine Fake News, es ist eine Möglichkeit, auch wieder Unruhe zu stiften. Das ist spielerisch, aber es zeigt, wie leicht es ist. Zweites Beispiel in Thüringen. Wir sind entlang der ganzen Bildungskette aktiv, von der Kita in der Schule bis zur weiterführenden Schule, Elternarbeit, dann natürlich außerschulische Arbeit, gerade für junge Menschen. Dafür braucht es auch Mittel aus dem Landesjugendförderplan, auch natürlich dann die familienpolitische und familienbezogene Medienbildungsarbeit und dann natürlich die Arbeit der Senioren und Senioren. Also von der Kita bis ins Altenheim macht es Sinn, diese Themen anzusprechen, Informationskompetenz zu vermitteln, den Menschen zu zeigen, wie Medien funktionieren und auch dann deutlich zu machen, wo sie Qualität finden. Und das Zweite, es geht darum, das Ganze ins ganze Land auszurollen. Ein kleiner Ausblick, was wir am Ende aus meiner Sicht, Sie merken irgendwo, ich müsste jetzt mal wissen, wo die, auch nicht wichtig, was,
was ist am Ende das Wichtige der nächsten Jahre? Ich glaube, das Fundament, das Gebäude vielleicht auch, der Demokratie bröckelt ein Stückchen. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Das ist wirklich erschreckend, teilweise wie uns Menschen, die auch aus der Mitte sind, das spiegeln und deutlich machen, dass sie in ihrem Umfeld das erleben und besorgt sind. Wir brauchen natürlich, Wolfgang Reisig ist hier und die Kollegen der Landesmedienanstalten, gute und konkrete Werkzeuge für die Medienaufsicht. Auch Marc-Jan Eumann ist hier, KJM-Vorsitzender für den Jugend- und Medienschutz, aber eben auch für die Medienbildung. Sie müssen am Ende in der Lage sein, auch dem Thema KI, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zu begegnen, aber dafür eben verstehen, ausprobieren und dann auch am Ende auch erkennen und kritisch nutzen. Wir müssen Medienbildung als die Schlüsselkompetenz, also Informationskompetenz, als die Schlüsselkompetenz in der digitalen Informationsgesellschaft erkennen, nutzen, stärker und entlang der, finde ich, ganzen Bildungskette Projekte anbieten. In Schule ist es natürlich am erfolgreichsten, aber am Ende ist es auch ganz notwendig, das auch in den Erwachsenenbereichen hineinzutragen. Und wir müssen politische Bildung und Medienbildung zusammendenken. Viele Projekte und Fortbildungen initiieren und das Allerwichtigste, in die Fläche gehen, Projekte in die Fläche tragen. Und ich glaube, dass Kirchen, Gewerkschaften, Sozialverbände, Parteien, Akteure des gesellschaftlichen Lebens hier viel stärker aktiv werden müssen und diese Themen mit aufgreifen, gerne mit uns aufgreifen und dann entsprechend auch in die Fläche tragen. Und die Finanzierung, letzter Punkt, wird auch noch viel stärker, natürlich bei uns ist es der Rundfunkbeitrag, aber wird viel stärker auch über die Kommunen, das Land und auch den Bund geschehen müssen. Wir müssen da alle zusammen viel stärker herangehen, um eine digitale Informationsgesellschaft auch fit zu machen für die Herausforderungen der nächsten Zeit. Wir als Medienanstalten sind ein starker Akteur im Bereich der Medienbildung, der Informationskompetenz und wir stehen auch als engagierte Partnerinnen und Partner für diese Aufgaben zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Fasko. Wir greifen das Thema auf. Es geht nämlich um Wege der Medienkompetenzvermittlung. Wie sage ich es meinem Kind, aber wie sage ich es auch den Alten? Und ich freue mich, dass Dr. Thorsten Schmiege, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, nun uns einen Impuls dazu geben wird. Herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank, Herr Beer, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, Jochen Fasko hat es eben recht eindrucksvoll gesagt, welche Bedeutung Medienkompetenz für die Demokratie als solche hat. Und ich glaube, gerade weil die Welt immer komplexer wird, sich immer schneller verändert, umso wichtiger ist wirklich eine fundierte Medienkompetenz, ja, Bildung zu haben. Neue Wege in der Medienkompetenzvermittlung, was heißt das? Jochen Fasko hat es eben schon betont. Das Thema Medienkompetenz ist für die Medienanstalten kein neues Thema. Da sind wir schon seit Jahren dran. Aber das ist eine wachsende Herausforderung, dass wir auch immer wieder neue Wege gehen müssen mit dem Ziel, wir wollen eine möglichst große Breitenwirkung erzielen. Wir wollen auch alle Zielgruppen erreichen. Und das ist uns persönlich jetzt auch sehr wichtig, gerade bei der BLM. Wir wollen nicht nur ein Angebot machen, sondern wir wollen die jungen Menschen, gerade die jungen Menschen auch mitnehmen, sie abholen in ihrer Lebenswirklichkeit. Insofern will ich Ihnen jetzt in den kommenden knapp 10 Minuten einen kurzen Einblick geben, was wir da tatsächlich für neue Wege gehen wollen. 8. Jetzt sind es nur noch 7. Gut, ich beeile mich. Ausgangspunkt ist der Medienführerschein. Das ist ein Tool, was wir in Bayern schon relativ lange in alle Schulen bringen. Ist der Vorteil, dass wir wirklich alle Altersgruppen, alle Bevölkerungsgruppen erreichen können. Das ist ein bisschen anders, vielleicht auch bei den freiwilligen Angeboten, die wir zum Beispiel an Eltern oder auch andere Bevölkerungsgruppen geben. Diesen Medienführerschein, den gibt es jetzt seit fast 15 Jahren. Wir haben schon 1,2 Millionen Medienführerschein-Urkunden übergeben. Das zeigt, dass das schon irgendwo verhaftet ist. Aber wir wollen gerade beim Medienführerschein neue Wege gehen. Ein Beispiel, welchen neuen Weg wir wieder jetzt gehen wollen, ist ein Beispiel eines digitalen Moduls rund um das Thema, wenn Nachrichten Angst machen, was sozusagen an den Schulen so ein bisschen auch Praxisvermittlung ist.
Da wollen wir in einer fiktiven Stadt mit Stadt ein Open-Air-Festival skizzieren, das aus verschiedenen Perspektiven mit Social Media auch mit, sag ich mal, anderen Perspektiven beleuchtet wird. Da gibt es dann eine Explosion, eine Rauchentwicklung und dann gibt es fiktive Entwicklungen, was daraus tatsächlich für eine Geschichte gemacht wird. Ich kann Ihnen da jetzt kurz mal einen Film zeigen, dass Sie eine Vorstellung haben, wie das dann tatsächlich im Unterricht präsentiert wird. Hallo Freunde der guten Musik, ich bin wieder am Start für euch, diesmal in Mittstadt. Es ist echt mega hier auf dem Stadtfest. Die Band Soundkanäle zählt zu den deutschen Musikern. Später treffe ich die Berliner Musikerinnen nochmal im Backstage zum Interview. Also sammelt eure Fragen am besten hier schon einmal im Chat. Was war das? So, man hat es gesehen, die Explosion, darum entspinnt sich jetzt, und man sieht es auch in dem rechten Bild, gibt es dann sehr viel Nachrichten oder auch Falschnachrichten, die dann über Social Media verbreitet werden. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, das ist die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen. Das verstehen sie, wie tatsächlich solche Nachrichten sich in ihrer Peer Group verbreiten. Das heißt, dieses digitale Storytelling, das steht im Vordergrund. Das Zweite, was, glaube ich, jetzt auch wichtig ist, dass man auch eine zeitgemäße Anmutung wählt. Das ist also hier sehr stark auf dem Handy ist. Es ist sozusagen eine voll immersive Lernumgebung, die geschaffen wird, um tatsächlich den Jugendlichen ein bisschen zu verdeutlichen, bei welchen Medien sie vielleicht auch die Glaubwürdigkeit hinterfragen müssen und wo sie sich vielleicht auch drauf verlassen können oder wo sie vielleicht auch zwei unterschiedliche Sichtweisen sich einholen müssen. Ganz am Rande, das ist natürlich für digitale Endgeräte ausgerichtet, also nicht für klassischen PC, sondern tatsächlich für Notebooks, damit die Schulen, die ja zunehmend auch dann mit Schultablets ausgestattet sind, dass die das tatsächlich auch gut in den Unterricht integrieren können. Das ist sozusagen ein Beispiel des digitalen Storytellings für Medienkompetenz. Ein zweites Projekt, auch von der Staatskanzlei gefördert bei uns, da geht es um die Landtagswahl, die in Bayern im Anfang Oktober stattfindet. Ziel ist es, dass wir tatsächlich bei Social-Media-Angeboten, fiktiven Social-Media-Angeboten zeigen, wie tatsächlich politische Information, politische Werbung funktioniert. Das ist, hier sehen Sie, es ist so ein Look and Feel eines Social-Media-Angebots. Ziel ist es tatsächlich, die Informationskompetenz der Erstwählerinnen und Erstwähler in Bayern zu stärken, dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen, wie auch operiert wird, wie auch politische Botschaften transportiert werden oder auch bewusst genutzt werden, um in eine bestimmte Richtung zu manipulieren. Das ist sozusagen die Zielgruppe der Jugendlichen, der jungen Leute, vor allen Dingen auch über die Schulen verbreitet. Wir versuchen natürlich auch andere Wege zu gehen. Ein Beispiel dafür ist der Flimmo, ist ein Projekt, was, upsala, jetzt ging es ein bisschen schnell, dann können wir wieder zurück. Egal, ich erzähle schon mal vom Flimmo, das ist ein Projekt, was es unterstützt von vielen Medienanstalten in Deutschland gibt. Da ist ein Elternratgeber, wo vor allen Dingen ursprünglich Fernsehangebote, mittlerweile auch Social Media und Abrufangebote beurteilt werden, angeschaut werden. Hintergrund oder aktuelles Beispiel war, dass gerade im Ukraine-Krieg auf uns viele Eltern zugegangen sind und gesagt haben, was kann ich meinem Kind zumuten, was kann ich dem zeigen, ohne dass es sozusagen verängstigt wird. Da haben wir sozusagen für unterschiedliche Angebote angeschaut, bewertet, auch gesagt, das ist ja für eine Altersgruppe unter 6 geeignet. Manche Angebote setzen vielleicht schon eine etwas größere Reife auch voraus. Das ist ein Angebot, was wir in erster Linie für Eltern konzipiert haben, aber auch da jetzt den Schritt gegangen sind, dass wir weg von der gedruckten Broschüre hin zu einem digitalen Angebot gehen, immer auch mit dem Ziel, dass wenn ich auf Netflix oder auch immer eine Serie schaue, relativ schnell mit 2-3 Klicks tatsächlich dann, wenn ich das denn möchte, mir ein Bild davon machen kann, ob das für mein Kind geeignet ist oder nicht.
Das ist sozusagen die Zielgruppe Eltern. Wir haben auch, was unsere sonstigen Angebote angeht, versucht, jetzt alle Zielgruppen zu erreichen. Das ist, ganz vorne steht das Thema Barrierefreiheit. Wir haben hier verschiedene Clips zu den Themen Privatsphäre, Informationskompetenz, Werbung haben wir jetzt auch untertitelt. Wir haben auch Gebärdensprache oder auch Audiodeskription vorgesehen. Ganz wichtig oder eine Entwicklung, die wir jetzt gerade in letzter Zeit stark verfolgen, ist das Thema leichte Sprache. Das ist das Symbol, was Sie da sozusagen eingekringelt sehen. Wir haben bestimmte Informationsmaterialien für Elternabende, aber auch für junge Leute mit Leseeinschränkungen in leichter Sprache verfasst. Das heißt, gerade diejenigen in unserer Bevölkerung, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben, die brauchen gerade eine Ansprache, die sie dann auch verstehen. Damit komme ich dann jetzt sozusagen zur letzten Folie. Das ist die zeitgemäße Vermittlung von Medienkompetenz, ist aus unserer Sicht, ich sprach vorhin von der Lebenswirklichkeit abholen. Wichtig ist aber, glaube ich, vor allem auch die Augenhöhe, in der man das vermittelt. Also Jugendliche wollen nicht in erster Linie belehrt werden, sondern sie wollen tatsächlich mitgenommen werden, sie wollen es verstehen, das hat was mit ihrem Alltag zu tun. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es Spaß macht. Jetzt versuche ich doch nochmal weiterzugehen. Geht leider nicht. Also Medienkompetenzvermittlung muss Spaß machen. Das heißt nicht nur Theorievermittlung, sondern auch tatsächlich selbst ausprobieren, damit man versteht, das ist kein Unterrichtsfach, sondern das hat mit meinem alltäglichen Leben was zu tun. Genau, da sieht man es nochmal. Alles in Kürze. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schmiegel. Wir fahren weiter fort zum Thema Medienkompetenz kontra Desinformation und begrüßen ganz herzlich Mechthild Appelhoff, die Leiterin der Abteilung Medienorientierung der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen und orientieren Sie sich alle an Marc-Jan Eumann, denn der ist der letzte Speaker und da wir eine Live-Sendung haben, will er natürlich auch erkannt werden. Herzlich willkommen. Ja, Medienkompetenz kontra Desinformation. Auf den Zusammenhang von Medienkompetenz und Desinformation will ich nicht mehr näher eingehen. Ich denke, das haben meine Vorredner sehr gut gemacht. Das, was mir wichtig ist, ist vielleicht nochmal der Hinweis, auf welcher Basis arbeitet die Landesanstalt für Medien. Die LFM ist im Prinzip der Meinungsfreiheit verpflichtet. Und vor dem Hintergrund agieren wir auf der Basis unserer Schutzgüter, Jugendschutz, Medienvielfalt, Nutzerschutz und Menschenwürde. Nimmt man das als Basis, stellt sich die Frage, was wollen wir mit Maßnahmen zur Medienkompetenzförderung erreichen? Unser Ziel ist es, dass wir Bürgerinnen und Bürger unterstützen, Medien selbstbestimmt und fair zu nutzen. Und auch ich habe das Problem mit der PowerPoint. Warum ist dann das Thema Desinformation von uns, für uns so relevant? Auch da die Antwort, die schon vorab gegeben worden ist, Desinformation gefährdet Demokratie. Insofern ist das für uns ein sehr zentrales Thema, das wir entsprechend aufgreifen wollen. Auch hier klappt die. Wir greifen das Thema entsprechend auf. Wie machen wir das? Wir möchten gerne erreichen, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer selbstbestimmt Medien nutzen. Das heißt, sie sollen in der Lage sein, über die Kompetenzen und Techniken, die sie erwerben, erfassen können, welchen Hintergrundinformationen haben, ob sie entsprechend manipuliert werden oder nicht. Fair für uns von großer Relevanz, weil es darum geht, dass Menschen auch fair informieren sollen. Das heißt, wenn irgend möglich auch selber korrekt Informationen weitergeben und nicht selber Fake News verbreiten. Bei all unseren Projekten, mit denen wir entsprechend agieren, das sind unterschiedliche Projekte wie Internet ABC, ClickSafe oder Elternmedien,
Das sind ganz klassische Projekte, da gehen wir mit einem Bildungsansatz heran. Wir möchten also die Kompetenzen entsprechend vermitteln. Es steht nicht immer in Demokratiekompetenz drauf, es steht auch nicht immer Nachrichtenkompetenz oder Informationskompetenz drauf. Aber das, was wir lehren und was gelernt werden soll, ist zu recherchieren, ist im Prinzip Fakten zu checken und damit sich entsprechend im Meinungsbildungsprozess sicher bewegen zu können. Diese klassischen Bildungsangebote, seien wir ehrlich, erreichen aber in der Regel Bildungsinteressierte, Aufklärungswillige. Sie erreichen Angebote für Menschen, die in Bildungsprozessen integriert sind, klassisch Schülerinnen und Schüler beispielsweise. Sie erreichen aber die Vielzahl der Menschen nicht, die in diesen Bildungsprozessen sich nicht mehr bewegen, erstens, aber vor allem auch die Menschen, die diese Kompetenzen gar nicht erwerben wollen und die diese Kompetenzen nicht erwerben wollen und die es auch nicht für notwendig erachten, diese Kompetenzen zu lernen. Darüber hinaus, Kompetenzen zu besitzen, heißt nicht, Kompetenzen auch anzuwenden. Vor dem Hintergrund haben wir Projekte entwickelt, die explizit die Nutzenden in den Blick nehmen, in ihren alltäglichen Situationen, in den konkreten Bedarfen, die sie haben. Wir möchten auf Augenhöhe mit ihnen zusammenarbeiten. Wir möchten sie auf Augenhöhe unterstützen und beraten. Ein Projekt, mit dem wir das machen, ist das Projekt Zebra. Zebra ist ein Projekt, das allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, die sie mit Bezug auf Medien haben. Diese Fragen beantworten wir an 7 Tagen in der Woche und der Anspruch, den wir haben, ist, dass wir diese Fragen innerhalb von 24 Stunden beantworten. Die Fragen erreichen uns über ein entsprechendes Portal. Auf der Website mit einem entsprechenden Frageschlitz können diese Fragen gestellt werden. Man erreicht uns aber auch über WhatsApp und über die entsprechenden Social-Media-Angebote bei TikTok und bei Instagram beispielsweise. 10% der Fragen, die uns erreichen, beschäftigen sich mit dem Thema Desinformation. Und das, was wir dann machen mit diesen Fragen, ist, dann, wenn sich bestimmte Fragen häufen, stellen wir sie entsprechend auf eine Website in der Wissensdatenbank zur Verfügung, sodass alle Akteure, die das möchten, auch mal rumstöbern können und dort die entsprechenden Antworten abrufen können. Was sind das für Fragen, die bei uns eingehen? Das sind Fragen ganz klassischer Art und Weise, wie die nach der Frage, wenn entsprechende Informationen über Leistungen von Flüchtlingen in unserer Gesellschaft kommuniziert werden und ähnliches mehr. Wir recherchieren oft entsprechend und prüfen und geben darüber hinaus auch Hinweise darauf, wie man sich, wenn man sich entsprechend bilden will, informieren kann und weiter lernen kann. Darüber hinaus sind wir entsprechend aktiv bei TikTok und bei Instagram, indem wir dort Posts und Kampagnen initiieren. Das Entscheidende dann ist die Anschlusskommunikation. Wir erwecken Interesse bei den insbesondere Jugendlichen und kommen mit ihnen über das Thema der Desinformation dann in den Austausch. Das, was für uns so wichtig ist am TikTok und an Instagram, ist, dass wir dort insbesondere junge Menschen erreichen. Junge Menschen, so wissen wir aus der Forschung, informieren sich ganz wesentlich über die sozialen Medien und nicht über journalistische Angebote. Vor dem Hintergrund ist das Projekt Medienscout NRW ein weiteres Projekt, mit dem wir die entsprechenden Zielgruppen adressieren, für uns von besonderer Bedeutung. Mit dem Projekt Medienscout NRW fördern wir ein Peer-to-Peer-Projekt, das heißt, wir bilden Schülerinnen und Schüler aus, die dann wiederum ihre Mitschülerinnen und Mitschüler entsprechend informieren und beraten. Das Thema der Desinformation hat dabei einen ganz besonderen Stellenwert. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mittlerweile über 1100 Schulen entsprechend in das Medienscout-Projekt eingebunden. Mit der Hilfe der Landesregierung werden wir das auch entsprechend so ausrollen, dass wir das Ziel haben, alle weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen mit dem Medienscout-Projekt auszustatten. Das, was damit gelingen soll, ist, dass wir die Schülerinnen und Schüler auf Augenhöhe erreichen, sie motivieren,
durch die Aktionen der Mitschüler, sich mit dem Thema Desinformation zu beschäftigen. Wir kooperieren hier auch mit anderen Projekten, wie beispielsweise ClickSafe oder dem News-Test. Was ist das Entscheidende an diesen Projekten? Das Entscheidende ist, wir möchten die Menschen unmittelbar in ihrer jeweils spezifischen Lebenssituation ansprechen, ihnen dort Unterstützung geben und entsprechende Hilfestellung geben. Das heißt nicht, dass entsprechende Kompetenzvermittlungsangebote keine Relevanz haben. Im Gegenteil, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Mit den Projekten wie fragzebra.de möchten wir unmittelbar unterstützen und helfen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Appelhoff. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt bei allen drei Referenten bei Ihnen gehört, dass die Bildungsministerien Kooperationspartner sind. Ich formuliere es mal freundlich. Ist der Föderalismus eine Stärke im Blick auf Medienkompetenz und Demokratiekompetenz oder würde man sich vielleicht etwas mehr gebündelte Aktionen von Bundesebene wünschen, Herr Fasko? Deutlich mehr. Von allen Seiten. Aber natürlich sind die föderalistischen Strukturen geeignet, erstens viele Falt zu ermöglichen und zweitens ganz viele auch dann in der lokalen, regionalen und auch übergreifenden Strukturen auch Möglichkeiten auszuprobieren. Der Bund selbst, der kann ganz tolle, auch Geld in die Hand nehmen, ganz tolle Projekte machen, aber die werden in aller Regel dann irgendwie umgesetzt werden müssen, zum Beispiel durch Landesmedienanstalten. Herr Schmiege. Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Also ich glaube, Geld ist wichtig, aber das Entscheidende ist tatsächlich beim Funktionieren dieser Projekte, gerade wenn man mit Schulen zusammenarbeitet, dass man einen direkten Draht hat. Insofern ist das, glaube ich, die Stärke jetzt tatsächlich beim Thema Medienkompetenz, dass man in den Ländern gut vernetzt ist, dass man direkten Draht auch zu den Kultusministerien, bei uns ist auch die Staatskanzlei eine Fördergeber, dass man da im direkten Austausch sieht und auch in den Schulen vor Ort Bewegung sieht. Also insofern glaube ich, das Thema Medienkompetenz ist im Föderalismus sehr gut aufgehoben. Vielen Dank, Frau Appelmann. Ja, ich denke, Appelhoff, Entschuldigung. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein entschiedenes Und. Mhm. Ich glaube, dass die Aufgabe der Medienkompetenzvermittlung so groß ist und die Zielgruppen so heterogen, dass wir jede Aktivität brauchen, die muss nur gut abgestimmt sein. Und die Landesmedienanstalten tun das untereinander mit ihren Aktivitäten und tun das natürlich dann auch auf der Bundesebene. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Ihnen, Frau Dr. Katrin Rothemund aus der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zum Thema Information und Nachrichtenkompetenz stärken. Wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste hier. Ich freue mich, etwas über MABB Inc. zu sprechen. Das ist unser neues Buzzword in der MABB. Wir haben uns auch auf den Weg gemacht, wie auch die Kolleginnen der anderen Medienanstalten, das ja auch tun, uns nochmal zu überlegen, was ist unser staatlicher Auftrag und wie können wir aber auch möglichst nachhaltig agieren mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, dass wir uns ganz stark eben auf Informations- und Nachrichtenkompetenz konzentrieren werden und das in vier Bereichen machen. Wir haben gerade das Vernetzen schon gehört, aber wir fördern auch unter anderem im Moment mit dem Förderschwerpunkt, der gerade läuft, Face the Algorithm, Informations- und Nachrichtenkompetenz im Angesicht von Algorithmen und KI. Und wir sind aber auch dabei, noch stärker mit eigenen Projekten tätig zu werden und vor allem einen Wissenstransfer, vor allem aus dem Regulierungsbereich, aber auch aus den Forschungsaktivitäten der Gemeinschaften, aber auch der MABB als Medienanstalt der beiden Bundesländer Berlin und Brandenburg zu machen. Und wenn wir einmal ganz gut in die Daten gucken, genau, ich habe ja die Regionalauswertung der Studie Quelle Internet der Stiftung Neue Verantwortung mitgebracht, das haben wir für die Region Berlin und Brandenburg nochmal gesondert auswerten lassen und deswegen habe ich Ihnen jetzt unsere Regionaldaten mal mitgebracht, weil wir einerseits sagen können, wir sind ein bisschen besser als der bundesweite Durchschnitt, wenn wir dann aber die Zahlen gucken und in die zwei Bundesländer ist es dann doch gar nicht so einfach. Hintergrund ist, wir können bei einem Informations- und Nachrichtenkompetenztest bis zu 30 Punkte erreichen, der bundesdeutsche Durchschnitt erreicht 13,3 Punkte, das ist unter der Hälfte der möglichen Punktzahlen. Und noch interessanter wird es eben, wenn wir uns die Zahlen etwas genauer angucken. Der Test zeigt strukturell bedingte Kompetenzdefizite in Bezug auf Alter und Bildung.
Die Nachrichtenkompetenz steigt mit Höhe des formalen Bildungsgrades und er sinkt mit dem Alter. Wir haben auch ein Gender Gap. Männer erreichen durchschnittlich eine höhere Punktzahl als Frauen. Das ist oder war für uns in den letzten Jahren ein Auftrag, uns das nochmal anzugucken und auch nochmal in die Ergebnisse reinzugucken. Denn hier sehen wir, warum Informations- und Nachrichtenkompetenz und Demokratiekompetenz Hand in Hand gehen. Erstmal ganz positiv, 96% der Befragten sagen, dass Journalismus wichtig ist für das Funktionieren der Demokratie mit einem hohen Interesse für Nachrichten, einem hohen Interesse an Politik. Wenn wir dann aber ein bisschen genauer reingucken, wird es eben interessant. Wir haben einmal die nächste Zahl mit 38%, denn 38% der Befragten erkennen eine Desinformation trotz Faktenchecks nicht. Also trotz des Hinweises, dass es sich um eine Desinformation handelt, fällt es den Menschen trotzdem schwer, diese entsprechend einzuordnen. Die nächste Zahl sind 51%. Nämlich 51% der Befragten stimmen dem Lügenpressenarrativ zu, sagen nämlich, dass die Bevölkerung Deutschlands systematisch von den Medien belogen wird. Und 55% gehen davon aus, dass die Bevölkerung oder dass Medien und Politik Hand in Hand arbeiten, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren. Also eine systematische Einflussnahme erstmal konstatieren. Das ist natürlich ein Auftrag für uns und das ist erstmal ein Auftrag auch an Sie. Wenn Sie den News-Test noch nicht kennen, dann mögen Sie ihn jetzt testen. Das ist eine Web-App, die im Rahmen dieser Studie entstanden ist und die nun seit letztem Jahr in der Verantwortung der MABB liegt. Und wir freuen uns sehr, dass wir die ab diesem Jahr zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und vor allem mit unseren Kollegen von der Landesanstalt für Medien in NRW weiterentwickeln werden. Was machen wir und warum ist der News-Test da so wichtig? Wir sind dabei, diesen News-Test weiterzuentwickeln mit drei Dingen. Genau, gehen gleich eine Folie weiter. Danke. Also erstmal geht es darum, dass es die Datengrundlage zu sichern, dass man sich immer so ein bisschen abstimmen kann, wie gut oder wie stehe ich im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt oder zum deutschsprachigen Durchschnitt. Dann geht es darum, genau, als nächstes geht es dann darum, Lehr- und Lernmaterialien zu arbeiten. Das gilt für den Schulbereich, das haben wir schon gelernt. Das ist einmal der Bereich, wo wir ganz einfach viele Menschen erreichen können. Aber es geht eben weiter, es geht auch um das Selbstlernen und deswegen ist der ältere Herr mit dem Tablet hier ganz wichtig. Wir haben schon gelernt, mit dem Alter sinken auch die Kompetenzwerte. Deswegen geht es natürlich auch darum, die Menschen im digitalen Bereich da abzuholen, wo sie bereits sind. Und eben auch neue Testvarianten zu entwickeln, vielleicht vor allem für solche Menschen, die wenig digital affin sind oder für die Generation 40 oder 60 plus, die vielleicht auch nochmal andere Ansprachen möchten oder brauchen. Das ist das eine Projekt. Das andere Projekt ist Journalismus macht Schule. Das kennen Sie vielleicht auch schon. Das ist mittlerweile bundesweit eine Aktion. Und meine Kollegin Sabine Kühne-Schwarz, die Sie auf der Folie gerade eben gesehen haben, die ist aktuell auch wieder heute, weil heute der Tag der Pressefreiheit ist, wir haben es schon gehört, bei Alex Berlin, unserem Community-Sender und dort läuft aktuell die Sendung, also wenn Sie parallel rein switchen würden, könnten Sie da gerade Shankuntala Banerjee, die stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios sehen, später sprechen dann auch Jörg Thaddäus und Jasmin Mbarek. Journalismus macht Schule ist nicht zuletzt dank der Aktionstage und Wochen eben rund um den heutigen Tag der Pressefreiheit deutschlandweit sowohl in den Medien als auch in den Schulen angekommen. Für die MABB ist Journalismus macht Schule aber schon seit 2019 sowas wie Alltagsgeschäft, denn wir vermitteln kontinuierlich das ganze Schuljahr über JournalistInnen an Schulen in Berlin und in Brandenburg und wir tun darüber hinaus und wie Sie gerade sehen können, haben wir mittlerweile über 6.550 SchülerInnen erreicht. Mit den aktuellen Anmeldungen, die wir haben, sind wir gerade bei 7.000 SchülerInnen, die noch im Laufe des Schuljahres erreicht werden insgesamt. Und wir machen aber eben diese Werkstattgespräche, möglichst niedrigschwellig in den Unterricht hineingehen. Die JournalistInnen sprechen dort über ihre Arbeit, beantworten Fragen von SchülerInnen. Wir bieten aber auch Fortbildungen für JournalistInnen an. Was kommt auf die zu, wenn die in eine Schulklasse reinkommen? Wie können sie vielleicht auch selber nochmal SchülerInnen aktivieren?
Und wir informieren auch Lehrkräfte oder bilden Lehrkräfte fort. Ne? Was können sie tun, damit sie diesen Unterrichtsbesuch möglichst gut vorbereiten können? Und dazu stellen wir eben auch Materialien zur Verfügung, die unter anderem mit dem Center of Media Literacy der FU Berlin erstellt worden sind. Und wenn wir uns das Feedback angucken, sieht man ganz gut, warum auch hier dieser Konnex von Demokratiekompetenz und Informations- und Nachrichtenkompetenz so wichtig ist. Denn der Zeitjournalist Kai Biermann betont eben auch selbst nochmal, da sagt, dieses Erlebnis auch für ihn nochmal zu sehen, wie interessiert SchülerInnen sind und wie stark sie genau dieses Thema oder dieses Verhältnis von Gesellschaft und Medien aufgreifen, ist der eine Punkt. Oder eben auch der Lehrer Matthias Claudius, der nochmal sagt, okay, dieser Besuch war für uns so eine Art Türöffner, nochmal zu überlegen, wie wir systematisch in unserer Schule dieses Thema aufgreifen können und auch nochmal über soziale Medien und Gefährdung von Demokratie sprechen können ausführlicher. Das ist der Punkt. Journalismus macht Schule ist ein Türöffner, um in die Schulen zu kommen. Und dann kommen wir mit unseren anderen Projekten, die wir dann immer so reinmunkeln und noch mitbringen. Dafür erstmal Dankeschön. Und wenn Sie Zeit und Lust haben und JournalistInnen sind, engagieren Sie sich doch bitte auch bei Journalismus macht Schule. Ich kann nur dafür werben. Ganz herzlichen Dank, Frau Rothemund. Ich habe gehört, dass Sie in Berlin einen Jugendmedienrat gegründet haben. Vielleicht einen ganz kurzen Satz dazu. Hilft er Ihnen auch im Bereich Medienkompetenz einfach besser sich zu verorten und bessere Programme aufzulegen? Also das hoffen wir. Genau sind wir dabei, den gerade zu gründen. Wir haben letzte Woche gestartet, tatsächlich junge Menschen zu finden, die uns als Medienanstalt auch nochmal neue Impulse geben, junge Impulse geben. Und ich denke, das wird im Bereich Medienbildung wichtig sein. Ich glaube, das ist aber in allen Bereichen wichtig, auch junge Stimmen zu hören und die aufzunehmen für die Zukunft. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Herrn Rathgeb aus der Medienanstalt in Baden-Württemberg. Er wird uns etwas über Medienteilhabe ermöglichen. Ja, erzählen. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen. Ich möchte das Thema Teilhabe aufgreifen. Demokratie lebt ja vom Wettstreit der Ideen. Sich dort einzubringen, daran teilzuhaben am Diskurs, ist ein wichtiger Aspekt der Demokratie. Und wie dies mit Medien gelingen kann, möchte ich zeigen und hierzu auch auf Forschung zurückgreifen. Als Medienanstalten machen wir eine ganze Reihe von verschiedenen Forschungen. Eine Studie ist zum Beispiel die aktuellen Informationsportfolios, was darum geht zu klären, wie informieren sich denn junge Menschen online. Das heißt ganz oft, ja, das habe ich online mich informiert, aber was heißt denn online? Das hatten wir geklärt mit Tagebüchern und Fragebögen. Und wir wissen nun, dass die junge Generation 14 bis 29, wenn sie sich online informiert, zu 70%, also überwiegend, über originäre Online-Angebote informiert. Also Angebote bei Facebook, Instagram oder YouTube. Und deutlich weniger, also wenn wir immer gefragt, was ist denn dahinter? Natürlich ist alles online, aber was ist denn die originäre Quelle? Und deutlich weniger haben ihre Informationen aus der Quelle TV, online aus der Gattung Tageszeitung, Radio, Publikumszeitschriften. Also an erster Stelle ganz klar originäre Online-Angebote. Das heißt, hier sehen wir, wo der Fokus liegt. Wenn wir bei der CIM-Studie, eine Studie, die wir engere Zielgruppe 14 bis 19 Jahre seit 25 Jahren gemeinsam machen mit den Kollegen Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk, sehen wir, hier haben wir auch gefragt, wie wird denn online gesucht nach Informationen? Wenn ich aktiv suche im Netz nach Informationen zum Tagesgeschehen, dann sehen wir die häufigsten Nennungen bei dem Thema Suchmaschine, also es geht über Google, es geht über Instagram, es geht über TikTok, das sind die an erster Stelle stehenden Informationsquellen. Was ich damit sagen will, wir sind hier im Bereich Social Media und bei Google bei Angeboten, bei denen die Suche oder das Ergebnis, das mir gezeigt wird, oder auch die Angebote, die mir gezeigt werden, von Algorithmen bestimmt werden. Und nicht ich aktiv komme auf einen bestimmten Punkt, sondern ich bekomme was ich nach meiner Recherche oder nach meinem üblichen Verhalten entsprechend sozusagen reingebe in das System und das bekomme ich als Information wieder zurück. Also wir haben zum einen das Thema Algorithmen und wir haben Social Media Angebote, die halt geprägt sind von dem Diskurs. Was macht Social Media aus? Ich habe eben einen Kommentar, ich kann mich einbringen, es wird diskutiert und kommentiert.
Erst deutlich später kommen Aspekte wie journalistische Angebote. In der Gym Plus, einer Zusatzstudie, haben wir genau diesen Aspekt nochmal genau untersucht. Dieses Thema Kommunikation, Diskussion, Kommentieren bei Social Media. Und hatten da Jugendliche befragt zu diesem Thema. Und 57% sagen, Hate Speech schränkt die Meinungsfreiheit ein aus ihrer Sicht. 40% sagen, dass in ihrem Freundeskreis die Menschen weniger posten, weil sie Angst haben, eben wegen Hasskommentaren. Und ein Drittel sagt, ich selbst mache meine Meinung nicht mehr öffentlich, weil ich Angst vor negativen Reaktionen habe. Und wenn wir wissen, dass sich am Diskurs zu beteiligen wichtiger Demokratieprozess ist und ein Drittel sagt, ich sage meine Meinung nicht mehr, weil ich Angst habe, dass ich dort diffamiert werde, finde ich das schon ein sehr bedenkliches Zeichen. Und nicht nur im Online-Leben hat dies eine Auswirkung, auch im realen Leben. 74% sagen, dass Hate Speech ihren Umgang miteinander im normalen Leben beeinflusst. Also auch hier seine Meinung zu äußern. Und wir sind jetzt hier bei der Jugendgeneration, 14 bis 19 in dem Falle. Aber das ist schon, wenn diese Generation so geprägt ist von diesem Kommunikationsverhalten, finde ich das sehr bedenklich. Man sieht hier also, diese Kommunikationsform ist ein wichtiger Aspekt. Und bitte weiter. Und auf eine ganz andere Zielgruppe möchte ich auch noch zu sprechen kommen, nämlich die Senioren. In der SIM-Studie, auch hier eine Studie, die wir gemeinsam mit den Kollegen machen, geht es um die Mediennutzung von der Generation 60+. Da wollten wir genau wissen, in vielen Studien heißt es eben 60+, vielleicht mal 70+, aber was ist denn genau dahinter, diese Gruppe mal genauer zu betrachten? Und wir wissen, 81% dieser Gruppe 60+ sind zumindest selten online. Andersrum, ein Fünftel ist eben nicht online. Wenn wir hier mal genauer reinschauen, sehen wir, es sind deutlich weniger Frauen online als Männer. Ein Viertel der Frauen über 60 ist nie im Internet unterwegs. Wenn wir in die Altersgruppen schauen, sehen wir einen relativ hohen Anteil bei den 60- bis 69-Jährigen mit 92%, aber es wird mit zunehmendem Alter wird es deutlich weniger. Bei den 80+ ist es gerade mal die Hälfte und bei 85+ gerade mal 36%, die online sind. Also ein Großteil ist eben nicht Teil dieses Diskurses. Und wenn wir jetzt nochmal hier das Thema Information zum Tagesgeschehen anschauen, die drei Altersgruppen 60, 69, 70, 79 und 80 und älter, sehen wir ganz klar, bei dieser Generation ist das Fernsehen noch das dominierende Medium, um sich zu informieren. Und das Internet spielt, das sind die 18%, die rot markiert sind, nur bei den Jüngsten, also 60 bis 69, spielt das Internet überhaupt eine gewisse Rolle. Auch hier, wenn wir bei diesem Thema sind, sieht man, dass da große Herausforderungen sind. Bitte. Wir haben also das Thema Zugang bei den älteren Menschen, wir haben bei den jüngeren Menschen Social Media Kompetenzen, Netiquette, wie kommuniziere ich, das Thema Algorithmen, das Thema Orientierung. Und wir haben aktives Medienhandeln. Wie kann ich meine Meinung im Netz auch ausdrücken? Das Thema Fake hatten wir halt schon diskutiert. Und jetzt möchte ich kurz zwei, drei Projekte zeigen. Bei Handysektor gehen wir an die Jugendlichen ran und wollen ihnen Orientierungswissen bringen. Was passiert bei Social Media? Wie kann ich künstliche Intelligenz, was passiert da genau? Auch erklären, was ist zum Beispiel Heating bei TikTok? Einfach dieses alltägliche, dieses Geschehen zu kommentieren. Bitte weiter. Für Jugendliche haben wir noch in der praktischen Medienarbeit ein Projekt, das heißt Media Mobile. Da geben wir im ländlichen Raum Aktivitäten der Jugendhilfe, also Vereine, Jugendhäuser, die bekommen ein Technikpaket und bekommen Qualifikation für die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, damit sie aktive Medienarbeit machen können, also ihre Meinung ausdrücken. Und im Projekt Lernort für Demokratie geben wir die Chance, Schulen sich zu bewerben. Und da ist ein Aspekt, ist die Schule demokratisch aufgebaut? Das ist das eine. Und wie werden die Schüler begleitet? Und dazu gibt es eben auch Medienkompetenz-Workshops. Für die Senioren haben wir das grundsätzliche Thema, überhaupt an diesem Leben im Digitalen teilzuhaben. Und das wichtigste Gerät ist das Smartphone. Und das Smartphone ist für diese Menschen eine enorme Hürde, es zu bedienen. Und wir haben eine App gemacht, in der man das Smartphone erlernt zu bedienen. Was heißt wischen, was heißt ziehen, was heißen die Symbole, die Begriffe. Und mit der App Starthilfe digital dabei kann man das alles trocken zu Hause online, offline machen und das Gerät kennenlernen und hat so die Chance, eben auch als älterer Mensch an der digitalen Welt teilzuhaben. Das sind zwei, drei Beispiele gewesen, wie man dieses konkret umsetzen kann. Und wenn Sie Lust haben, laden Sie mal die App herunter. Es ist auch für jüngere Menschen interessant. Es ist sehr lustig gemacht und sehr lehrreich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Rath. Also diese Kim, Sim und Jim-Studien sind mittlerweile federführend, was das Medienverhalten betrifft. Ich kann das nur empfehlen. Und die Frage der digitalen Partizipation, die anscheinend gefährdet ist durch diese Hate-Speech-Geschichten, das, denke ich, ist ein Thema, das darf man nicht ganz aus dem Blick lassen, weil da ja auch demokratieschädigende Elemente vorhanden sind. Es ist hier etwas kühl und wir werden jetzt trainiert, und zwar durch Marc-Jan Eumann, der uns das Democracy-Gym vorstellen wird, ein Training des digitalen, des Muskels, des Demokratiemuskels. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt, und werden es auch nachher praktisch erleben dürfen. Du bist dran. Ja, ganz herzlichen Dank. Freue mich, hier zu sein. In der Tat ist es ein bisschen kühl hier, Zeit also für ein bisschen Workout. Vielleicht helfen Sie mir, halten mal bitte Ihr 30-Sekunden-Schild nochmal nach oben, denn Sie können Ihre Fitness auch testen, wenn Sie die Luft anhalten. Alles ab 40 Sekunden ist gut, alles unter 40 Sekunden ist nicht gut. Und ich schenke 30 Sekunden meiner kostbaren Zeit. Einmal Luft anhalten, ich mache die Stoppuhr und dann können Sie sich testen ab jetzt. Ich habe schon gemacht, wir sind erst bei 20 Sekunden, ganz schön lang, ne? Also, Sie können das gerne ausprobieren und weitermachen, aber ein bisschen wärmer ist es geworden beim Luftanhalten, oder? Das war das Ziel. Tatsächlich freue ich mich, Ihnen unser Democracy Gym vorzustellen. Es ist immer so, wenn Menschen inspiriert sind, sich begegnen, Ideen austauschen, dann kommt was bei rum. So ist es uns gegangen. Wir haben in der Medienanstalt von Rheinland-Pfalz unterschiedliche Kolleginnen, die sich mit dem Thema Medienkompetenz beschäftigen. Frau Appeloff hat schon ClickSafe genannt. ClickSafe ist eine Kooperation, die wir mit der EU, der Landesanstalt für Medien und eben der Medienanstalt Rheinland-Pfalz machen. Und wir haben selbst noch eine gemeinnützige GmbH, Medienbildung.com, die insbesondere auch in Kitas und Schulen unterwegs sind. Und die beiden haben sich mal zusammengesetzt und haben tatsächlich das Thema, was Frau Rothemund, Frau Appeloff, was uns ja am Herzen liegt, wen erreichen wir eigentlich mit unseren Angeboten? Und auch da stellen wir natürlich fest, es ist für uns immer leichter, mit GymnasiastInnen unterwegs zu sein. Das ist eine Zielgruppe, mit der wir gut auskommen. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere SchülerInnen, die auch die Chance haben sollen. Und das, was wir mit dem Democracy Gym auf den Weg gebracht haben, ist tatsächlich die Zielgruppe. In Rheinland-Pfalz ist es die Realschule Plus, anderswo würde man sagen, es sind HauptschülerInnen, es sind Realschülerinnen, es sind also Jugendliche, die nicht von zu Hause aus automatisch das volle Equipment dabei haben. Und deswegen haben wir da ein Programm, das Democracy Gym, aufgelegt, exakt dafür. Und das, was uns inspiriert hat, ist genau dieser Satz: Demokratie ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Gerne die nächste Folie. Und wir wollen es möglichst, das nennt sich ja immer barrierearm, niedrigschwellig, wir wollen Jugendlichen ab 12, 13 die Chance geben, ein paar für sie schon wichtige Fragen zu diskutieren. Was ist eigentlich demokratisches Zusammenleben? Sie können das selbst lesen. Und vor allem natürlich auch die Frage, wie kann ich selbst aktiv werden in der Demokratie? Und wie schaffe ich es, eine eigene Haltung zu entwickeln, trotz der ganzen vielen Informationen, teils falsch, teils richtig, die mich erreichen. Gerne die nächste Folie. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, ein Fitnessstudio als Setting aufzubauen. Es gibt unterschiedliche Stationen und an diesen Stationen werden Sie mit unterschiedlichen Themen konfrontiert und Sie können sozusagen mit dem Smartphone oder dem Tablet, je nachdem, ist es Bring Your Own Device oder ist es das, was wir mit im Paket haben, dass wir hier unterwegs sind. Gerne auch die nächste Folie, ich muss ja meine 30 Sekunden aufholen. Und wie versuchen wir, solche Themen in Rheinland-Pfalz zu organisieren? Wir sind davon überzeugt, dass es gut ist, dass wir Themen auf einer langen Linie spielen. Deswegen haben wir den Safer Internet Day schon 22 genutzt. Das ist ja das, was ClickSafe bundesweit organisiert mit dem Hashtag Fit for Democracy. Wir haben da die ersten Module aufgelegt, die ersten Stationen auf den Weg gebracht und haben dann, weil uns die gesellschaftliche Verankerung, wir sind auf dem GVK-Panel, Albrecht Beer ist der GVK-Vorsitzende, haben dann auf der Klausur der Medienversammlung der Landesanstalt
bei uns in Rheinland-Pfalz, der Medienanstalt, haben wir das Democracy Gym vorgestellt. Das heißt, die Versammlungsmitglieder, 42 VertreterInnen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, waren selbst sozusagen aktiv, haben gemerkt, oh, das ist spannend, das kann was sein. Wir haben dann das Thema Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz für uns als Claim entwickelt und insgesamt 2 Trainingspläne mit 11 Stationen. Wie sehen diese Stationen aus? Das sehen Sie auf der nächsten Folie. Also Sie kommen rein, zuerst gibt es ein bisschen Warm-up. Übrigens ganz spannend, habe ich auch gemacht. Wir haben 15 Fragen aus dem Einbürgerungstest genommen. Fingers crossed. Gut, dass Sie in diesem Land geboren wurden, weil das ist ganz gar nicht so ohne. Also ich würde sagen, einmal selbst machen, damit kommt man rein. Und dann gibt es sozusagen die verschiedenen Stationen. Und natürlich ist bei dem Thema Regeln und Respekt das Thema Hate Speech, wie gehe ich damit um, Counterpart, ein ganz wichtiges Thema etc. etc. Und ich habe gesagt, wir haben einen roten Faden. Der rote Faden ist, dass wir jetzt zur Woche der Medienkompetenz Anfang Juli insgesamt 22 Workshops für Schulen in Rheinland-Pfalz anbieten und wir starten eben mit der Ernst-Reuter-Realschule Plus in Ludwigshafen. Ich weiß, wovon ich rede, da arbeite ich, kein ganz unproblematischer Standort, da haben viele SchülerInnen schon Handicaps und deswegen ist es ganz wichtig. So, letzte Folie, eine Minute, ich bin in der Zeit. Das Tolle ist, hier sitzen Kolleginnen von mir, die gleich Ihnen die Station zeigen können, also wenn Sie Lust und Spaß haben, kommen Sie mit mir, Sie können es ein bisschen austesten. Die Kollegen haben mich davor gewarnt, das zu tun, aber ich bleibe auch mit 57 unvernünftig. Das sieht einfach fürchterlich aus, aber ich bin verheiratet, glücklich, ich muss Sie mich, muss sagen, niemandem mehr was beweisen. Vergessen Sie das bitte nicht, Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz. Herr Fischer, wenn Sie ein Foto machen, das ist das Ende unserer Freundschaft. Und dass wir das überhaupt tun können, haben wir den 35 Cent aus dem Haushaltsbeitrag zu verdanken. Wir werden nicht müde zu sagen, der Haushaltsbeitrag ist wunderbar, wenigstens für die Medienanstalten in Deutschland. Herzlichen Dank. Ich danke ganz herzlich. Marc-Jan Eumann hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich danke alle unseren Speakerinnen für die vielfältige, kreative, effiziente Darstellung ihrer Projekte. Ich glaube, es ist klar geworden, wir brauchen alle. Wenn wir das Thema Medienkompetenz im Blick auf Demokratiefestigkeit brauchen, ist jede gesellschaftliche Gruppe vonnöten, damit wir hier auch in eine sichere gemeinsame Zukunft gehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Reden Sie von uns, reden Sie über diese Projekte, nehmen Sie sie mit. Und dann haben wir schon ein Stückchen dessen erreicht, was wir heute wollen. Einen schönen weiteren Tag hier in Leipzig.